Ja, also vielen Dank für diesen Preis, der mich sehr gefreut hat. Ein bisschen hat es mich auch gefreut, dass der Preis damit an jemanden geht, der sich gar nicht wirklich als analytisch arbeitenden Philosophen versteht. Ich habe jetzt eigentlich kein Interesse daran, den Essay so vorzutragen, dass Sie ihn danach nicht mehr lesen möchten. Insofern versuche ich mich etwas kurz zu fassen und die Dinge so zu präsentieren, dass Sie danach vielleicht doch noch Interesse haben. Ich werde kurz etwas über den Ort der philosophischen Flüchtlingsethik sagen, auch wenn Herr Grundmann da jetzt schon ein paar Dinge vorweggenommen hat, ist es doch ein wichtiges Thema. Und dann sage ich ganz kurz was über Prinzipien einer idealen Theorie und was die ideale Theorie soll, aber den Schwerpunkt lege ich dann auf das, was ich die nicht ideale Theorie nenne. Und ja, die politischen Schlussfolgerungen lasse ich dann möglicherweise weg, weil die Zeit jetzt schon ziemlich fortgeschritten ist. Zunächst einmal muss man sich fragen, ob Philosophen denn tatsächlich sinnvoll etwas über Flüchtlingsethik sagen können. Das versteht sich überhaupt nicht von selbst. Denn in einiger Hinsicht ist es ja völlig zu Recht so, dass im öffentlichen Diskurs vor allem Ökonomen und Sozialwissenschaftler gefragt sind. Wenn man auf die Konferenzen zur Migrationsethik geht, die jetzt in letzter Zeit ja vermehrt stattfinden, da fällt schon auf, dass Philosophen häufig relativ wenig wissen über Flüchtlinge und über Migration und so weiter. Also das relevante Wissen scheint ja doch irgendwie ein sozialwissenschaftliches zu sein, jedenfalls in einiger Hinsicht. Das ist mal die eine Herausforderung an die Philosophie. Dagegen ist natürlich klar, dass die Sozialwissenschaften als empirische Wissenschaften eher einen deskriptiven Standpunkt einnehmen und was auch immer dann da als Zielvorstellungen dahinter steht, diese Ziele eben selbst wieder evaluiert werden müssen und also die philosophische Analyse nicht völlig überflüssig ist. Der zweite Aspekt ist eher, dass in demokratischen Staaten, wie wir das heute kennen, eben das, was gerecht ist, nicht mehr Philosophen entscheiden können. Die Philosophen sollen heute nicht mehr Könige sein, sondern im demokratischen Prozess soll sich irgendwie herausstellen, wem was zusteht, wie da eine gerechte Verteilung aussieht. Und auch da ist eben einiges dran. Also Philosophen sind nicht Spezialisten in dem Sinne, dass sie die Dinge besser wissen als andere. Aber Herr Grundmann hat es schon vorweggenommen, der eine Aspekt ist, dass eben Flüchtlinge aus diesem demokratischen Prozess systematisch ausgeschlossen sind. Das heißt, Bürger demokratischer Staaten sind aufgerufen, die Perspektive der Flüchtlinge mitzureflektieren. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass wir in einiger Hinsicht, müsste man genauer hingucken, in welcher Hinsicht, aber in einiger Hinsicht haben wir eine doch historisch relativ neue Situation vor uns, sodass wir uns auf unsere Intuitionen nicht mehr so verlassen können, wie wir das in anderen normativen Problemen tun, die sich stellen. Ja, also wäre die Aufgabe der Philosophie hier klärend tätig zu sein und irgendwie zu überlegen, welche normativen Prinzipien kommen denn in Frage. Und dabei stellt sich aber ein drittes Problem, nämlich sagen wir, eine Infragestellung der Philosophie von innen heraus. Thomas Schramme hat das in der Zeitschrift für praktische Philosophie folgendermaßen formuliert: Die Philosophie verfügt nicht über angemessene Methoden, reale politische Probleme zu analysieren. Er geht dann auf die GAP-Preisfrage ein und schreibt: So werden dann die Preisauslober der GAP ihre Inbox im Januar nächsten Jahres gefüllt sehen mit trivialen und hoffnungslos unterkomplexen Analysen. Preisverdächtig wird das nicht sein. Das ist auch ein berechtigter Zweifel daran, dass Philosophen hier sonderlich viel austragen können. Herr Schramme stützt sich auf zwei Beobachtungen, und zwar sagt er, erstens hat die Philosophie den Kontakt zu den Sozialwissenschaften zu sehr verloren, man weiß zu wenig über die Dinge, und zweitens streiten sich Philosophen halt sehr gerne über Grundlagenfragen, und wenn man diesen Streit nicht lösen kann, naja, also aus lauter Streitdingen kann man halt nichts Vernünftiges ableiten. Also wenn selbst über die grundlegenden Fragen keine Einigkeit besteht, was soll man dann zu den konkreten Fragen noch sagen? Um dem Rechnung zu tragen, ist also mein Ansatz, und das machen viele ja auch, viele andere auch so, mein Ansatz davon auszugehen oder von Prinzipien auszugehen, die einigermaßen allgemein geteilt sind und zu gucken, ob es nicht gelingt,
ob man aus solchen Prinzipien, denen doch so gut wie alle zustimmen würden, ob man da nicht gehaltvolle Dinge daraus ableiten kann, ob man nicht, wenn man solche Prinzipien hat, daraus ableiten kann, wie wir uns ungefähr verhalten sollten. Und das ist nicht von vornherein klar, dass das gelingt. Also wenn man sich so ein Projekt vornimmt, kann das eben auch scheitern. Aber ich meine, dass die aktuelle Situation irgendwie so beschaffen ist, dass man doch in einiger Hinsicht solche gehaltvollen Schlussfolgerungen hinbekommt. Gut. Ich denke, dass relativ klar ist, dass wir starke Pflichten gegenüber Flüchtlingen haben. Und da setze ich auch einen weiten Flüchtlingsbegriff voraus, den ich jetzt hier nicht weiter ausführe. Ich glaube, dass sich im Wesentlichen drei verschiedene Gründe, weshalb wir solche Pflichten haben, unterscheiden lassen und dass man aus diesen Gründen jeweils Kriterien ableiten kann, welcher Staat wie viele Flüchtlinge aufnehmen sollte. Unbestritten ist etwa, dass wir eine allgemeine Hilfspflicht haben, dass insgesamt Menschen eine allgemeine Hilfspflicht haben, anderen zu helfen. Das gilt dann eben auch für Institutionen, also Staaten haben dann die Pflicht zu helfen. Und da scheint einigermaßen unbestritten zu sein, dass jeder nach seinen Fähigkeiten helfen muss. Also wer irgendwie mehr kann, der muss dann, der ist auch moralisch mehr verpflichtet zu helfen. Das heißt, Staaten, die eben ökonomisch besonders gut dastehen oder die aus anderen Gründen Flüchtlinge besonders gut integrieren können, die sind dann eben besonders gefragt. Viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Marcel Twehle wird da auch noch, denke ich, drauf eingehen. Auf den ersten Blick etwas ausgefallener ist das, was ich hier als zweiten Verpflichtungsgrund vorstelle, nämlich die territoriale Gerechtigkeit. Das ist vielen nicht unmittelbar einleuchtend, aber ich habe doch die Hoffnung, dass gewissermaßen die zugrunde liegende Argumentation, also dass die Annahmen, die dem wieder zugrunde liegen, einigermaßen weit geteilt sind. Um das vielleicht ganz kurz anzudeuten, da steckt das Problem oder da steckt dahinter erstmal die Beobachtung, dass Joseph Cairns, der die Ethik der Immigration der Gegenwart einigermaßen prägt, dass der also sagt, naja, die Tatsache, dass es überhaupt Staaten gibt, die ist rechtfertigungsbedürftig und aus dieser Tatsache kann man ableiten, dass man zumindest den Schlechtestgestelltesten dann die Möglichkeit geben muss, in andere Länder zu ziehen. Und auf der anderen Seite der Debatte steht Christopher Wellman, der behauptet, dass an der Tatsache, dass sich bestimmte Menschen zusammentun und Staaten bilden, erstmal noch gar nichts auszusetzen ist, dass das also gar nicht per se rechtfertigungsbedürftig ist. Und das wird aber genau dann rechtfertigungsbedürftig, meines Erachtens, wenn man sich vor Augen führt, dass Staaten, die Migrationsbeschränkungen auferlegen, die sagen, hier darf nicht einfach jeder rein, dass die nicht nur andere Menschen damit aus ihrer Gesellschaft aussperren, sondern dass die auch Menschen von ihrem Territorium aussperren. Und dieses Territorium, naja, also wo kommt das Recht des Staates her, über sein Territorium zu verfügen? Wenn man ein bisschen weiterdenkt, glaube ich, lässt sich das nur so konstruieren, dass in irgendeiner Hinsicht die Menschheit dem zustimmen muss. Daraus ergibt sich jedenfalls das Kriterium, dass Staaten, die besonders viel Territorium haben und besonders wenig Menschen auf diesem Territorium, dass die dann besonders viele Flüchtlinge aufnehmen müssen. Der dritte Grund, den muss ich hier, glaube ich, nur sehr kurz erwähnen, also manche Staaten tragen besondere Verantwortung an bestimmten Konflikten. Und dadurch entstehen also ganz bestimmte Wiedergutmachungsansprüche, die eben auch umfassen, dass man Flüchtlinge aufnimmt. Da gibt es einige Bürgerkriege, bei denen es einigermaßen klar ist. Also ich denke, dass die meisten zustimmen würden, dass Russland eine besondere Verpflichtung hat, Flüchtlinge aus der Ostukraine aufzunehmen. Und das würde möglicherweise nicht mal Russland selbst bestreiten. Sie haben sie auch aufgenommen. Und dass künftig sehr viele Staaten, die heute sehr viel CO2 emittieren, eine besondere Pflicht haben, Klimaflüchtlinge aufzunehmen. Gut, also das ja nur als ganz kurzer Durchgang. Und jetzt kann man sich also überlegen, was aus diesen Verpflichtungsgründen folgt. Also die potenten Staaten, die Aufnahmeländer haben alle
eine Pflicht, Flüchtlingen zu helfen, und die ist sehr stark begründet. Aber diese Pflicht hat eben nicht einen Staat, sondern die hat gewissermaßen die Gesamtheit aller Staaten. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ein bestimmter Staat in einer ganz besonderen Weise verpflichtet wäre. Aus den Kriterien, die ich genannt habe, ließe sich also theoretisch bestimmen, wie viel Flüchtlinge, wie viel Anteil an der Gesamtlast ein jeder Staat tragen müsste. Und da scheint mir relativ offensichtlich zu sein, dass diese Pflicht, die wir gegenüber Flüchtlingen haben, nicht nur die Pflicht ist, gewissermaßen die Grenzen zu öffnen, sondern weit darüber hinausgeht. Wir sind also meines Erachtens klarerweise verpflichtet, aktiv Flüchtlinge zu uns zu holen, also über das UN-Flüchtlingswerk Kontingentflüchtlinge ins Land einzufliegen, mehr oder weniger. Denn wir sollten also niemandem zumuten, sich in ein Schlauchboot zu setzen und übers Mittelmeer zu fahren. Ja, soweit ist das quasi ein Gedankenexperiment. Die ideale Theorie setzt einmal voraus, dass alle Staaten bereit sind, ihrer Verpflichtung nachzukommen, und dass die Staaten also aushandeln, wer nimmt wie viel, und dann kann man über ein internationales Werk die Verteilung organisieren. Das wäre das moralisch Geforderte, und darauf könnte es also irgendwie hinauslaufen. Jetzt die Woche war wieder in den Nachrichten, dass der UN-Generalsekretär Ban auch so einen Vorschlag in diese Richtung gemacht hat, so als, sagen wir mal, Vision für die Zukunft. Tatsache ist aber, dass die Gegenwart anders aussieht. In der Gegenwart gibt es kein solches internationales Verteilsystem, in dem Flüchtlinge gerecht verteilt werden, sondern nur ein Teil der Staaten ist bereit, Flüchtlinge aufzunehmen und sich zu beteiligen, mitzumachen. Und da stellt sich eben die meines Erachtens philosophisch sehr spannende Frage, wie mit dieser Sache umzugehen ist, ob also diese wenigen Staaten jetzt die Pflicht haben, das alles andere aufzufangen, was die nicht aufnahmewilligen Staaten nicht tun. Das scheint mir irgendwie ein wichtiger philosophischer Knackpunkt zu sein. Da muss man jetzt ein paar Fälle unterscheiden. Und der erste Fall geht also davon aus, dass ein bestimmter Staat, von dem wir wissen wollen, ob er moralisch verpflichtet ist, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, dass dieser Staat seinen fairen Anteil, der sich nach der idealen Theorie berechnen würde, noch nicht erreicht hat. Und da ist es eben klar, dass ein solcher Staat eben verpflichtet wäre, weitere Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. Also er müsste nicht nur seine Grenzen öffnen, sondern er müsste aktiv etwas dafür tun, dass Flüchtlinge einreisen können. Der zweite Fall ist eben der schwierige, und wahrscheinlich, ich bin nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich gilt für Staaten wie Deutschland, Österreich, dass dieser zweite Fall vorliegt. Also der faire Anteil, den Deutschland hätte, wenn alle Staaten kooperieren würden, der ist wahrscheinlich bereits überschritten. Und die große Frage ist also, wie gehen wir damit um? Normalerweise, wenn man an Hilfspflichten denkt, ist es eben so, dass wir irgendwo ankommen und wir sind dann die eine Person, die helfen kann, da müssen wir helfen, fertig. Aber im vorliegenden Fall sind wir eben nicht die einzige Variante, die helfen kann. Und gesucht sind also Kriterien, damit umzugehen, dass wir auf der einen Seite schon unseren fairen Anteil überschritten haben, aber auf der anderen Seite auch nicht beliebig uns rausziehen können. Und jetzt meine ich, dass also in diesem Fall, dass also der faire Anteil überschritten ist, dass es dann in einem strengen Sinn keine Pflicht mehr gibt, weitere Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. Die Frage ist, warum das so sein soll, denn man könnte ja sagen, naja, solange es Menschen in Not gibt, muss man ihnen helfen. Und wenn andere nicht helfen, muss man halt mehr helfen. Das wäre erstmal eine plausible Antwort, aber ich meine, dass wir also nicht verpflichtet sind, weitere Kontingentflüchtlinge ins Land zu holen, wenn wir unseren fairen Anteil erreicht haben. Und ich versuche das so zu rekonstruieren, dass man also sich überlegt, wem gegenüber haben denn die Hilfsbedürftigen in den Bürgerkriegsländern aktuell einen Anspruch auf moralische Hilfe? Naja, sie haben den Anspruch eben nicht gegenüber Deutschland, sondern sie haben den genau gegenüber den Staaten, die ihren Anteil noch nicht erreicht haben. Und wenn die Hilfe dann ausbleibt, dann meine ich, dass eben auch nicht Deutschland kritisierbar ist, sondern muss die Staaten kritisieren, die eben nicht aufgenommen haben.
Das heißt nicht, dass wir auf keinen Fall weitere Kontingentflüchtlinge aufnehmen sollten. Vielmehr glaube ich, dass es moralisch sehr wünschenswert wäre, wenn wir noch weitere Flüchtlinge ins Land holen würden und dass es quasi supererogatorisch gefordert ist. Aber wenn man etwa an an den demokratischen Willensbildungsprozess denkt, in dem Fall sollte man also dann durchaus berücksichtigen, was deutsche Bürger wollen. Also es wäre irgendwie schlecht zu fordern, dass die deutsche Politik mehr als das streng Geforderte tut, obwohl die Mehrheit der Bürger es nicht will. Also da müsste man sehr genau aufpassen. Etwas ganz anderes ist aber die Frage, was passiert, wenn Flüchtlinge von selber kommen. Also bislang habe ich mich bezogen auf die Frage, müssen wir weitere Kontingentflüchtlinge aufnehmen? Und ganz anderes ist ja, wenn Flüchtlinge von selber zu uns kommen. Und das Problem an dieser zweiten Sache ist eben, dass wir, wenn wir unsere Grenzen dicht machen würden, dass wir dann aktiv verhindern, dass solchen Leuten geholfen wird. Also im ersten Fall unterlassen wir einfach die Hilfe, aber im zweiten Fall, indem wir Grenzen schließen, indem wir Zäune bauen, sind wir aktiv und verhindern, dass Menschen ihren Anspruch auf Asyl geltend machen können. Das ist also moralisch sehr anders zu bewerten. Und hier unterscheide ich wieder zwei Fälle. Und zwar erstens können wir uns vorstellen, dass Flüchtlinge aus einem unsicheren Staat in ein mögliches Aufnahmeland einreisen möchten. Also zum Beispiel möchten Flüchtlinge aus Syrien in die Türkei einreisen. Und da scheint es mir sehr klar zu sein, dass die Verhinderung der Einreise mit sehr extremen Nachteilen für Flüchtlinge verbunden wäre. Und der Aufnahmestaat ist gleichzeitig für diejenigen, die also da an der Grenze stehen, aktuell die einzige Rettungsmöglichkeit. Hier muss also der Staat, in dem Fall müsste die Türkei, tatsächlich sehr, sehr viele syrische Flüchtlinge aufnehmen, so lange, bis gewissermaßen die Belastungsgrenze so erreicht ist, dass die Türkei mehr oder weniger kurz vor dem Zusammenbruch steht, sage ich jetzt mal etwas überspitzt. Also wenn man die Interessen des Landes Türkei abwägt gegen die Interessen der Flüchtlinge, dann steht eben bei den Flüchtlingen sehr, sehr viel auf dem Spiel. Ganz anders ist aber die Situation in Ländern wie Deutschland. Und das geht in der Debatte, meine ich, doch regelmäßig durcheinander. Also die Frage, ob Deutschland verpflichtet ist, die Grenzen offen zu halten oder nicht, scheint mir da eher daran zu liegen, wie die Situation außenrum ist. Denn die nach Deutschland einreisenden Flüchtlinge sind eben nicht mehr von Bomben bedroht. Und da ist das Kriterium, das hier gelten sollte, aus meiner Sicht, dass bei einer Einreise aus einem sicheren Drittstaat entscheidend ist, ob dieser Drittstaat sein Soll bereits stärker übererfüllt als das potenzielle Aufnahmeland. Also soweit ich das sehe, erfüllt Österreich, gemessen an der Bevölkerungszahl zum Beispiel, sein Soll stärker als Deutschland. Und deswegen sollten wir die Grenze zu Österreich offen lassen. Denn wenn wir die Grenze schließen würden und damit verhindern würden, dass Flüchtlinge aus Österreich zu uns kommen würden, würden wir aktiv, das ist wieder der entscheidende Punkt, wir würden aktiv dazu beitragen, dass die gerechte Verteilung noch weniger erreicht wird, als sie denn erreicht würde, wenn wir Grenzen offen halten. Ja, und deswegen komme ich also zu dem Schluss, dass wir unter der Voraussetzung, dass sich massive Nachteile für die Bevölkerung der Aufnahmestaaten vermeiden lassen, dass wir ohne Obergrenze, also ohne in absoluten Zahlen festgelegte Obergrenze, all diejenigen Menschen als Flüchtlinge aufnehmen müssen, die sich auf oder vor unserem Territorium befinden, denen eine Rückführung in ihr Heimatland nicht zugemutet werden kann und die wir faktisch nicht einem potenziellen Aufnahmestaat überlassen können, der sein Soll weniger stark erfüllt als wir. Das ist ein grobes Schema, das natürlich auf die Wirklichkeit sich nicht immer eins zu eins übertragen lässt. Wenn man also überlegen möchte, was das für die Tagespolitik bedeutet, dann muss man auf alle Fälle die Grenzen der Philosophie verlassen. Vielen Dank soweit.